Hi Leute, weiter geht's mit Let's Retro, Illusion of Time. Wir waren hier in diesen Ruinen, ich weiß gar nicht mehr, wo genau wir waren. Im Garten waren wir, oh, sehr schön. Und ich weiß noch, es gab irgendwie zwei Wege, ein links, ein rechts und ein, oder gab es sogar einen dritten nach oben, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nein, der war ja zu, genau. Okay, gehen wir links oder gehen wir rechts? Ich wäre für links. Und deswegen gehe ich da jetzt auch links hin. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wo das genau war. Müssen wir ein bisschen suchen. Ich habe mich seit 2 Wochen nicht mehr aufgenommen, weil ich krank war. Mal wieder. Haben wir den? Und die haben wir auch. So, und jetzt kommen wir hier rüber. Komm her. So, wir sehen uns hier überall um. Wo es möglich ist zumindest. Wir sehen uns alles an. So, hier geht's hier gar nicht weiter. Doch, da geht's weiter. Ah, ich hab's gerade gesehen, dass dieser Busch auch einer ist. Ein Gegner. Da wäre man auch durchgekommen. Das ist ja fies. Na gut. Das sind drei Gegner. Vier? Aha, und wieder 5 Lebenspunkte. Gut, da würde es oben reingehen. Da möchte ich jetzt noch nicht. Ich will mich weiter umsehen. Wo geht's noch weiter? So, der ist hin. Die sind als Frieden tatsächlich viel einfacher zu besiegen als mit Will. Zumindest soweit ich es in Erinnerung habe. So, und dann geht es noch hier drüben weiter. Ja gut, da oben nicht. Hier unten vermutlich. Eine ganze Reihe von Gegner. Von Gegnern. Machen wir das mal so. So. Hä? Wir haben nichts bekommen. Da müssen noch irgendwo Gegner sein. Aber wo? Wir haben doch alles durch. Vielleicht habe ich irgendwo eine Fliege übersehen. Oder einen Busch. Oder es geht da oben noch weiter. Vielleicht geht es da noch gar nicht in den nächsten Abschnitt. Doch, geht's. Dann haben wir was übersehen. Wir haben irgendwas über. Also, ich habe irgendwas übersehen, nicht ihr. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Schreibt es in die Kommentare, dass da ein Gegner ist, den ich übersehen habe. Und ich lese es nicht. Oder kann es jetzt nicht lesen, weil es ja noch in der Zukunft, in meiner Zukunft ist. Aber wo? Irgendwo ein Busch? Oder eine Fliege oder so? Muss er irgendwo sein? Hm. Vielleicht irgendwo hier im All. Da unten, ich sehe ihn. Ich komme nur nicht hin. Haben wir gleich? Das war immer noch nicht der letzte. Das heißt, es gibt hier noch mindestens irgendwo ein Busch oder Fliege oder so. Also hier jetzt mal nichts. Aber das war im alten Bereich, also den hatte ich schon in der letzten Aufnahme übersehen. Das ist natürlich ein bisschen blöd.
da ich hier die neue Aufnahme beginne und davon ausgehe, dass ich letztes Mal alle Gegner hier in diesem Bereich besiegt hatte. Und dann war das aber nicht so. Das ist dann schon ein bisschen blöd. Aber wo ist jetzt der letzte? Ich dachte eigentlich, also wir müssen zwei übersehen haben, sonst hätten wir ja jetzt wieder was bekommen. Wo ist der zweite? Vielleicht haben wir sogar noch mehr übersehen, keine Ahnung. Aber zumindest einen müssen wir noch, muss ich noch übersehen haben. Aber wo ist der? Wo? Wo bist du? Ich sehe keinen. Das ist ziemlich blöd. Das hatten wir, glaube ich, schon mal gelesen, oder? Ah ja, das hatten wir schon mal. Okay, also jetzt bin ich hier wieder überall in diesem Bereich, hier im unteren Bereich, ohne nach links oder rechts über den Rand zu gehen, da bin ich jetzt überall gewesen und ich finde keine Gegner mehr. Ich gehe jetzt sicher jetzt aber nochmal den Weg nach links, ob ich nicht doch wieder was übersehen habe. Aber ich sehe nichts. Ich sehe nichts, was ich übersehen hätte. Also gehe ich jetzt hier wieder durch. Wahrscheinlich ist es eine Fliege, die dauernd hier irgendwo herumfliegt. Oder wieder im Busch. Was anderes könnte ich mir nicht vorstellen. Wo ich die wohl übersehen habe. Wo nur? Ich kann ja bei Start nachsehen. Es ist tatsächlich noch ein Gegner da. Aber er wird hier im Bereich nicht angezeigt. Also ein Gegner haben wir übersehen. Da unten ist er. Habt ihr das gesehen? Wobei, das könnte auch das Portal sein. Oder versteckte Gegner werden nicht angezeigt. Also ich glaube, das ist das Portal. Ja, das ist das Portal. Und auch kein Gegner. Wo ist er dann? Nein, nichts. Da komme ich nicht weiter. Da oben links ist er. Gleich haben wir dich. Aber ich bin da, glaube ich, 3 oder 4 Mal vorbei und habe ihn nicht gesehen. Weil er da oben am Rand ist. Seht ihr das? Okay, ich muss das von hier aus machen. Boah, das ist fies, oder? Lebensenergie hat sich erhöht. Juhu! Der hat nichts getroffen. Das ist ja fies. Ich bin natürlich immer hier, aber dass da oben sich versteckt und eingesperrt ist und man gar nicht zu ihm kommt, ihn nur mit dieser dunklen Kraft vernichten kann, das ist ja total fies. Passage nach innen.
Ey, bleib mir ja weg. So. Gut, da ist jetzt nichts mehr. Gehen wir links oder rechts? Gehen wir mal nach links. Wir bleiben mal unten. Der ist einfach. Wenn er mal aufhören würde. Okay, machen wir es anders. Der hört nicht auf. Ja. Haha. Nein! Ich wollte doch das haben. Moment mal, ich kann mir das so holen. Haha. Aber der hört nicht auf. Und der bleibt jetzt einfach da. Das ist blöd. Gehen wir mal nach rechts. Ob der da das gleiche macht? Vorsichtshalber werde ich dann sofort schießen. Aber Moment mal. Haha. Irgendwie nicht getroffen. Was ist da unten? Grafikfehler vermutlich. So, weg mit dir. Gibt es hier jetzt doch irgendwas? Mal kurz nachsehen. Nein, also ich sehe hier unten nichts außer diesem Grafikfehler da unten rechts. Dann gehen wir da jetzt mal nach oben weiter. Halt, da geht's in den nächsten Abschnitt. Das finde ich blöd. Was wir machen können ist, wir gehen hier schnell wieder raus, wieder rein, weil der andere, dieser Steingolem da, der ist ja erst hingegangen. Nachdem wir dorthin sind, also werde ich jetzt einfach mal auf ihn schießen. Von hier aus. Mist, das war schon zu weit. Ich habe den Schatten gesehen. Das heißt, wir müssen von hier aus schießen. Oder wir müssen das von da oben aus machen irgendwie. Wir können ja testen. Oder wir spielen, wir versuchen es mit Will. Der mit seinem Psycho-Dash, glaube ich, würde das auch gehen. So. Jetzt versuchen wir es mal von hier. Okay. Er war immer noch da links, aber er war außerhalb des spielbaren Bereichs. Also unsere Kugel wurde praktisch zerstört, weil sie zu weit geflogen ist, außerhalb des spielbaren Bereichs. Bevor sie ihn erreicht hat, weil er einfach nicht geladen war. Irgendwie so. Versuchen wir jetzt mal von hier. Ich müsste irgendwie dorthin kommen und ihn vernichten. Also ich versuche es jetzt noch einmal, wenn es nicht klappt, dann gehen wir einfach weiter. Okay, er war bereits unverwundbar, als er sich noch bewegt hat. Das ist blöd. Dann müssen wir das tatsächlich irgendwie von hinten versuchen. Gehen wir jetzt einfach mal weiter. Ich bin sicher, da kommen wir noch hin. Ups, eins weiter. So, dann haben wir den. Da ist auch noch einer. Na? Warte mal, da fällt was auf mich drauf. Das will ich nicht. Hm. Ah, das haben wir gleich.
Lol. Er hat da hinten auch noch einen erwischt. Oh, das macht es aber schwieriger für uns. Knapp. Ha, Abwehr. Deine Abwehr hat sich erhöht. Das ist toll. Ah, und jetzt können wir uns hier wieder zu Wild verwandeln. Oder was? Nein, wir kriegen eine neue Kraft. Ich bin Gaia, die Quelle allen Lebens. Erhöre meine Ratschläge. Friedenskraft ist der Earthquaker. Wenn er ihn einsetzt, können sich seine Gegner nicht mehr bewegen. Speichern? Ja, natürlich. Aha. Also fortführen? Natürlich. Earthquaker Kraft kann nun verwandt werden. Der Earthquaker gehört zur dunklen Macht, die nur Fredern der Dark Knight auslösen kann. Sie löst ein Erdbeben aus, der Gegner ist für lange Zeit bewegungsunfähig. Springe nach unten und drücke den Angriffsknopf. Das wird ja toll. Damit kommen wir jetzt dann auch endlich wieder da unten dann weiter. Alle anderen Gegner haben wir ja schon besiegt hier. Ist ja nur noch der eine da. So. Bewegungsunfähig, haha. Weiter geht's. Weg mit dir. Aua. Daneben. So. Da geht's jetzt da runter. Gehen wir da mal hin. Ja, Stärke erhöht sich. Sehr schön. So, da unten ist nichts. Und, ja gut, hier sind keine Gegner mehr. Da würde es dann weitergehen. Ich schätze mal, dass das tatsächlich der Weg weiter ist. Deswegen gehe ich jetzt nochmal kurz den anderen Weg. Wir brauchen auch nur noch zwei kleine Gegner besiegen. Und dann haben wir ein drittes Leben. Und das ist sehr schön. Nach einem Treffer irgendwie? Ne, jetzt. Ey, boah, das war knapp. Aber wir haben jetzt ein neues Leben. 3. Das ist sehr toll.